die Weihnachtsgeschichte, die passiert ist vor über 2000 Jahren. Ja, es war dunkel in dieser Nacht, die Hirten auf dem Feld. Plötzlich erscheint ein Engel. Und dann heisst es in der Bibel im Lukas 2, wie die Klarheit von Gott durch die Engel durchscheint. Die Herrlichkeit Gottes. Und es ist in der stockdunklen Nacht Tag hell geworden. Weil das Licht von der Welt in diese Welt ist reingekommen. Dann etwa 30 Jahre später, nicht einmal so weit weg von diesem Feld, in der Nähe von Bethlehem, jetzt aber in Jerusalem, ist der, der in dieser Nacht geboren worden ist, auftreten vor allen Leuten und hat zu allen Leuten gesagt, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt, oder wird das Licht der Welt haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Überlegt euch doch mal, wie es wäre, wenn es in dieser Welt kein Licht gäbe. Das ist für uns irgendwie unvorstellbar, ohne Licht. Weil wir haben ja überall Licht. Liebe Kinder, tut doch mal daheim kurz reinrufen, wo ihr überall Licht seht. Wo hat es überall Licht in dieser Welt? Da. Dort. So viel Licht. Ja, wir haben überall Licht. Wir haben Licht am Velo, wir haben Licht im Auto und am Auto, sogar Scheinwerfer, Volllicht. Wir haben Stirnlampen zum Joggen und Taschenlampen und ja, was auch immer für Lampen. Auch unser Handy, immer dabei, oder? Also, mein Handy. Ich kann mich erinnern, vor einigen Tagen hatten wir hier einen Livestream, Gebetsabend, der letzte. Ich wollte noch kurz aufs WC, da hinter der Bühne. Und es hat einfach kein Licht gehabt. Es war dunkel und ich hatte keine Ahnung, wo dort die Lichtschalter sind. Ich habe orientierungslos umgekehrt und zum Glück hatte ich mein Handy dabei. Weil die meisten Handys, mein Saal, haben ja die Funktion Taschenlampe. Haben wir immer dabei. Oder im Notfall habe ich bei mir nur auch noch ein kleines Lämpchen in der Nacht, um wenigstens ein bisschen etwas. Oder wir haben immer Licht. Für uns ist es wie unvorstellbar, ohne Licht zu sein. Ja, was wäre ohne Licht? Wir wären orientierungslos. Wo geht es durch? Oder man würde, wenn man andere Leute um sich herum hätte, ständig in die reinputschen. Und dann auf die Füße stehen. Und dann wehtun. Ohne Licht. Und ohne Licht würden auch ganz, ganz viele Sachen passieren, ja, wo man nicht machen würde. Wenn man gesehen werden würde. Die abscheulichsten Sachen passieren dort, wo niemand heranschaut. Finsternis. Ohne Licht. Wäre katastrophal für uns. Wir brauchen Licht. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass Gott das Licht ist. Das Erste, was Gott gesagt hat in der Bibel ist, es werde Licht. Und es ist Licht geworden, bevor es die Sonne gegeben hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott im Licht wohnt, dass Gott die Quelle vom Licht ist und auch dann, wenn einmal keine Sonne mehr ist, wird Gott als ewiges Licht immer noch sein. Gott ist Licht. Und weil Gott das Licht ist, leben wir als Menschen in der Finsternis. Weil wir Menschen haben uns von Gott getrennt. Wir leben ohne Gott in der Finsternis. Ihr habt das auch schon gemerkt, dass unsere Welt doch zeitweise ziemlich finster ist. Ziemlich dunkel. Ich denke zum Beispiel an all die Kriege, die es gibt in dieser Welt. Ich denke an Streitigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten, ich denke an all die Krankheiten, Unfälle, Umweltkatastrophen, aber auch Hunger und Durst, Leid, Not, Elend, all das ist ein Ausdruck von Finsternis in dieser Welt. Das Problem aber ist, dass es nicht nur um uns herum immer wieder sehr finster ist, sondern auch in unserem Herz drin ist es so dunkel. Dietrich Bonhoeffer, er war ja im Konzentrationslager gewesen, vor etwa 75 Jahren, ist dort auch gestorben. Auch er hat, der grosse Gottesmann, hat mal gebetet, Herr, in mir ist es finster. Auch er hat das gespürt, wo viele Menschen spüren, dass auch in unserem Herz so viel Dunkelheit ist, so viel Neid, so viel Hass, Bitterkeit, Selbstmitleid, Stolz. Weihnachten ist für mich vielleicht so das Fest, das am besten zum Ausdruck bringt, wie dunkel es eigentlich ist in unserer Welt.
Klar, es ist auch gerade die dunkelste Zeit im Moment vom Jahr. Es ist länger dunkel als hell. Aber Weihnachten ist ja das Fest der Lichter. Vom Licht, von der Harmonie. Man trifft sich in der Familie, man wünscht sich Harmonie. Ganz häufig ist das nicht der Fall. Ich glaube, es gibt doch Menschen, die in diesem Jahr insgeheim wie dankbar ist, dass die grossen Familienfeste nicht stattfinden können. Dass man in diesem Jahr nicht wieder all die Streitigkeiten hat, die man die letzten Jahre immer hatte. Dass der psychische Stress wie wegfällt, so müssen sie tun, als wäre alles in Ordnung und es dann gleich nicht schaffen. Weihnachten, das Fest der Harmonie, das ganz deutlich zum Ausdruck bringt, wir sehnen uns nach Harmonie. Tief in uns ist eine Sehnsucht nach dem. Aber irgendwie ist es einfach nicht erreichbar. Ich habe hier eine Taschenlampe dabei. Die Taschenlampe funktioniert nicht. Warum? Sie hat keine Energiequelle. Sie hat keinen Strom, keine Batterie, keinen Akku. Da innen fließt nichts, das ist einfach hohl. Die Bibel vergleicht uns Menschen, unser Leben als Menschen. Oder ich sage es jetzt einfach mal so, wir können, so wie die Bibel zum Ausdruck bringt, können wir unser Leben wie so eine Taschenlampe vergleichen. Natürlich nicht so, dass die Bibel den Vergleich macht, oder? Hat es ja noch nicht gegeben damals. Aber wir sind als Menschen getrennt von Gott und in uns innen fehlt wie die Hauptsache. Es fehlt wie die Batterie, der Strom in unserem Leben. Ursprünglich hat Gott die Welt geschaffen, perfekt, wunderbar, in einer Harmonie, Gott und Mensch zusammengelebt. Du und ich, wir sind wunderbar von Gott geschaffen worden. Ursprünglich war alles perfekt. Einzigartig, wunderbar. Dann hat sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt. Und ich wollte allein leben. Ich brauche Gott nicht. Das ist zur Trennung gekommen. Und seitdem fehlt irgendetwas in uns. Uns fehlt die Batterie, uns fehlt der Strom. Vielleicht hast du schon mal überlegt, was wäre, wenn es auf der ganzen Welt für einen Tag keinen Strom gäbe? Stromausfall. Oder für eine Woche. Oder für ein ganzes Jahr. Was würde passieren bei Stromausfall? Auf der ganzen Welt. Zuerst mal würden ganz viele Menschen im Lift stecken bleiben. Oder im Zug. Im Tram kommt er für einen Moment nicht raus. Dann könnte man mit dem Festnetz könnte man per sofort nicht mehr telefonieren. Auch das Handynetz würde vielleicht zusammenbrechen in diesem Moment. Das weiß man nicht so genau. Vielleicht reicht der Notstrom noch für ein paar Stunden. Aber irgendwann ist auch der Strom aus und der Akku vom Handy leer. Ja. Dann ist es auch so, dass Tankstellen würde kein Benzin, kein Diesel mehr geben. Die Ampeln übrigens würden auch ausfallen, gäbe es ein riesen Chaos auf der Straße. Zuerst mal, nachher gäbe es gar keine Autos mehr. Auch die Elektroautos können nicht mehr fahren. Ja. Dann auch Lebensmittel würden verderben, es gäbe keine Kühlung mehr und ganz viele Millionen von Tieren würden in den Ställen sterben, weil die Stalltechnik ausfällt und auch man könnte nicht mehr so lange zahlen, Geldautomaten würden nicht mehr funktionieren. Aus dem Wasserhahn kommt sehr bald kein frisches Wasser mehr, weil die Trinkwasseraufbereitung ausfällt. Und. Ein riesen Chaos, ein riesen Streit. Gewisse vermuten sogar, es gäbe einen riesen Weltkrieg in dem Moment. Ja. Wir in unserer industrialisierten Welt, wir sind abhängig vom Strom. Wir brauchen Strom. Brauchen wir auch Gott? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht der Welt haben. Jesus sieht die Finsternis. Die Finsternis um uns herum, die Finsternis in uns drin. Und darum kommt er, das Licht der Welt, in die Welt hinein. Und wird einer von uns. Lebt für uns. Das perfekte Leben. So wie wir eigentlich müssten leben, um vor Gott zu bestehen. Und er stirbt für uns. Die Strafe, die wir verdienen würden, weil wir eben nicht so leben, wie wir müssten leben, um vor Gott zu bestehen. Also Jesus lebt für uns und er stirbt für uns. Und jetzt ist es so. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sage Jesus, ruhm aus meinem Herz all das aus, was nicht gut ist. Und komm du in mein Leben hinein. Dann ist Jesus wie die Energiequelle, die Batterie.
Der Strom, wo unsere Lampe zum Leuchten bringt. Das ist genau das, was Jesus auch selber ausgedrückt hat. In Matthäus 5, Vers 14 hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil das Licht von der Welt, Jesus Christus, in uns lebt und Jesus erfüllt uns mit seinem Licht. Und das Licht scheint durch uns durch in unsere Umwelt. Gott, Jesus hat uns auf dieser Erde gelassen, damit wir Licht sind in dieser finsteren Welt. Damit wir in unserer Umwelt einen Unterschied machen. Wie genau machen wir das? Indem wir einfach ganz anders handeln und reagieren, wie man das erwarten würde. Und ich wünsche euch so viel Kreativität, können, einen Unterschied zu machen, indem ihr überraschend anders liebt. Überraschend anders wertschätzt. Überraschend anders all den Menschen begegnet. Überraschend anders andere beschenkt. Wir sind beschenkt, um zu beschenken. Und das wünsche ich euch für die Weihnachten, aber auch für das Jahr 2021, dass ihr dort, wo ihr hergestellt seid, könnt einen Unterschied machen. Weil der Strom vom Leben, Jesus Christus, in euch lebt. Und durch euch durch, der Strom weiterfließt. So das Licht von der Welt wie ein Strom durch unser Land geht. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du Licht von der Welt in die Welt bist gekommen. Danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Du siehst, wie dunkel es manchmal auch in unserer Welt ist. Wie dunkel es auch in unserem Herz manchmal ist. Danke, Jesus, siehst du diese Finsternis und danke, möchtest du in uns leben. Und ich habe selber erlebt, wie erhellend das ist, wenn du ins Leben kommst. Und ich wünsche mir das Erlebnis auch für ganz viele, die heute zuschauen, zuhören. Sie erleben, wie das Licht von der Welt so viel Hoffnung in Hoffnungslosigkeit hineinbringt. Komm du. Und Jesus, dann bitte ich dich, dass durch uns durch wir Licht sein können für unsere Umwelt. Menschen, wenn sie uns begegnen, dein Licht dürfen sehen. Amen.